Der Moment, wo ich gemerkt habe, dass es wirklich ernst wird, ist am ersten internationalen Wettkampf gekommen, weil dann halt auch zumal viel von anderen Ländern gekommen sind und gesehen haben, wow, du bist voll gut und du musst unbedingt weiter schwimmen und zwar lang. Oder? Und dann ist schon, dort ist halt auch der Druck zumal entstanden, weil es geht dann halt darum, okay, wenn ich nicht weiter schwimme, dann verschwende ich mein Talent. Und 2019 Weltmeisterschaft gewann schon, auch einen riesen Spass gehabt und top motiviert gewesen und denkt, ja, machen wir noch mal ein Jahr. 2020 ist die Olympiade. Und dann sind wir auch, haben wir uns Vollgas angefangen vorbereitet, eben das Training aufgeschraubt auf 35 Stunden in der Woche. Und nachher ist dann Corona passiert und insgesamt viermal ist unsere Quali verschoben worden. Und das erste Mal hat es uns fast kaputt gemacht, logischerweise, weil wir sind, man hat es uns so beschrieben, als ob wir mit dem Ferrari gegen die Wand gefahren sind. Es ist so kurzfristig gewesen, es ist einen Monat davor gewesen. Wir sind, es heißt, wir sind im Trainingszyklus im High gewesen, also im Peak, und dann ist zumal das Ziel weggefallen. Also ein Highlight ist für mich sicher unser letzter Schwung gewesen, weil mir halt auch bewusst war, dass es sehr wahrscheinlich der letzte Schwung von meiner Karriere sein wird. Und dort schließe ich nicht nur mit der Olympiade ab, dort schließe ich wirklich mit der ganzen Karriere. Mit 15 Jahren Synchronschwimmen hast du nicht mehr so abschliessen. Und deswegen schon ein recht emotionaler Moment ist es gewesen. Es hat sich schon schleichend angedeutet. Bei mir war halt die Psyche nicht ganz top gewesen. Nachher habe ich eigentlich wie eine Diagnose von ihnen bekommen. Und zum einfach dort lesen, alles aufgeschrieben, was mit dir eigentlich sozusagen nicht stimmt. Es ist brutal schwierig, zum es dann akzeptieren. Also, dass du mittelschwer bis schwere Depressionen hast. Ich bin jetzt aktiv immer noch dran, mich am Erholen. Also, ich probiere wirklich auf mich zu schauen, dass ich jetzt einfach gesund werde. Also, dass ich eben schaue, dass ich nichts mache, wo meine Depressionen halt schlimm machen. Und dass ich probiere, jetzt lockerer auf alles zuzugehen. Dass ich mir Zeit nehme für mich und wirklich mich mal an erste Stelle setzt, weil das habe ich eigentlich nie gemacht. Strukturlosigkeit kann auch brutal schön sein. Also halt eben, es ist für mich auch wahnsinnig schön, dass ich nicht immer muss jetzt ins Training gehen und halt auch immer sagen muss, sorry, ich kann nicht kommen, ich habe ein Training. Oder ich kann aber nicht an dein Fest kommen, weil ich habe morgen Training. Es ist so, es erlaubt viel mehr Spontanität. Und es finde ich super, es gefällt mir sehr, sehr gut.